Hallo und herzlich willkommen da im wunderschönen Seeland. Im heutigen Video möchte ich euch meine Philosophie im Zusammenhang mit Messer, Taschenmesser und so weiter kurz vorstellen. Und gleichzeitig ist das eine Videoantwort für den Andi. Ich tue seinen Kanalnamen hier kurz einblenden. Und wenn alles klappt, könnt ihr hier in der Infokarte zum meinem Messervideo wechseln, wo ich euch meine Hauptmesser vorstelle. So, das Video sollte sich so um drei Themenkomplexe drehen bei mir. Das eine ist, habe ich überhaupt eine Philosophie und wann nehme ich welches Messer warum mit? Das zweite wichtige Pünktchen für mich ist, was ist für mich ein Messer überhaupt? Ist das ein Werkzeug? Sehe ich das vielleicht auch als Waffe? Und der dritte und letzte Punkt ist natürlich, was verbindet mich warum mit meinen Messern? Ja, meine Philosophie zum Messer. Ehrlich gesagt, am Anfang habe ich mich gefragt, habe ich sowas überhaupt? Und beim Nachdenken ist mir dann aufgefallen, doch, hast du eigentlich schon. Und zwar, ich bin nicht so der Typ, der immer das gleiche Messer oder so mit sich rumschleppt. Ganz im Gegenteil, ich nehme häufig ganz bewusst kein Messer mit und entscheide das eigentlich täglich, ob ich eins mitnehme und wenn ja, welches, das ich mitnehme. Zum Beispiel, wenn ich in die Stadt möchte, dann nehme ich eigentlich nie ein Messer mit, überhaupt gar kein Messer, weil ich den Grund nicht wirklich sehe. Also ich weiß nicht, wozu ich in der Stadt ein Messer brauchen könnte. Also da gibt es nichts zu schnitzen. Es gibt keinen Grund. Also mir fällt auf jeden Fall kein vernünftiger Grund ein, warum ich, wenn ich einkaufen gehe, in die Stadt dann Taschenmesser nur schon mit mir rumschleppen soll. Wenn ich abends in den Ausgang gehe, dann nehme ich sowieso kein Messer mit. Darauf komme ich dann nochmal zurück, wenn es dann um was sind für mich Messer eigentlich geht. Ne? Okay. Hingegen, wenn ich natürlich irgendwo spazieren gehe, eine kleine Wanderung mache oder irgendwo eine Bratwurst übers Feuer halten möchte am Spieß, ja, dann nehme ich natürlich mein kleines Messerset mit. Ich werde euch das Video mit meinen vier wichtigsten Messern hier oben einblenden. Könnt und am Ende vom Video noch verlinken. Da könnt ihr dann gucken gehen und ja, dann seht ihr schon, so welche Messer ich wann ungefähr dabei habe. Wenn ich vorhabe, eine längere Tour zu machen, ein bisschen Bushcraften zu gehen, Techniken zu üben, oder wenn ich auch in den Bergen oder hier bei uns im Jura-Gebiet unterwegs bin, dann nehme ich neben meinem Messerset eigentlich auch immer den Soldatendolch mit, den ich auch noch besitze. Weil ja, in Bergen, da kann das Wetter, auch wenn noch so schönes Wetter vorhergesagt ist, so schnell umschlagen, dass du dann eigentlich ein paar Stunden irgendwo mehr oder weniger fest sitzt. Und da finde ich, ist dann so ein etwas kräftigeres Werkzeug schon sinnvoll. Ich sitze hier immer noch irgendwie so ein bisschen unbequem. Dann ist es mir doch lieb, wenn ich weiß, okay, ich habe meinen Dolch dabei, da kann ich fast wie mit einer Axt arbeiten und doch einiges schon damit bewerkstelligen. Und zur Not könnte ich sogar, als Hering benutzen, um eine Plane abzuspannen irgendwie, weil mir ein Ästchen halt noch fehlt oder keine Ahnung. Also da habe ich einfach ein gutes Gefühl, wenn ich das Ding dabei habe. So, und das dritte, wo ich wirklich immer mindestens ein Messer dabei habe, ist, wenn ich auf Booten unterwegs bin. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendeiner Kreuzfahrtjacht oder sonstigen großen Schiffen, sondern so von Nussschalen, Booten halt oder so. Dort habe ich immer mindestens mein Rettungsmesser auf Mann und ich trage dort auch immer die Schwimmweste. Da gibt es für mich überhaupt keine Ausnahme und für alle meine Passagiere leider auch nicht. Die müssen da halt durch. Das ist mir wurscht.
Der Grund ist eigentlich relativ einfach. Und zwar zeigen eigentlich fast alle Analysen von Unfällen im Zusammenhang mit Schiffen, dass die Zeit, also mit Booten meine ich natürlich, dass die Zeit von dem Moment an, wo du realisierst, dass du ein Problem hast, bis es zu spät ist, das Problem zu lösen, eigentlich immer zu kurz ist. Also wenn du da dein Messer jetzt in dem Fall nicht griffbereit am Körper trägst, dann reicht meistens die Zeit einfach nicht mehr vom Moment, ey Scheiße, ich habe ein Problem, bis, ups, jetzt ist es zu spät. Die Zeit reicht einfach erfahrungsgemäß dann nicht mehr. Und ja, das Gleiche ist mit der Schwimmweste. Die meisten Leute ertrinken, weil von dem Moment an, wo man erkennt, ups, Problem, bis der Kahn halt abgesoffen ist, zu wenig Zeit ist. Und dann stehst du, oder besser gesagt, schwimmst du da noch so ein bisschen vor dich hin, kriegst Panik, Kreislaufprobleme, was auch immer, und bist letzten Endes, ja, mit guter Wahrscheinlichkeit tot. Darum, also auf Schiffen immer Rettungsmesser auf Mann und, wenn es irgend möglich ist, im Steuerstand eine gute Axt. Einfach um ein Seil möglichst schnell durchhacken zu können. Ja, überlebenswichtig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fasse nochmal zusammen. In der Stadt kein Messer dabei. Nie. Also so gut wie nie. Wäre Zufall. Auf kurzen Wanderungen, Spaziergängen etc. kleines Taschenmesser, in meinem Fall ein Set, weil ich mag es nicht, mit meinem gleichen Messer irgendwie zu schnitzen und dann meine Wurst zu schnibbeln. Und auf größeren Wanderungen in den Bergen, wenn ich irgendwo übernachten möchte und so weiter, dann ist neben dem Taschenmesserset dann eben auch noch mein Soldatendolch mit am Start. So, der zweite Punkt für mich in der Philosophie im Umgang mit meinen Messern ist eigentlich die Frage, was ist für mich ein Messer? Und für mich sind Messer Werkzeuge. Ich sehe meine Messer nicht als Waffe, ganz im Gegenteil. Ich käme nie auf die Idee, irgendwie, wenn ich abends unterwegs bin, Messer mitzunehmen. Da habe ich einen anderen Gegenstand, den ich dann gerne einpacke. Ja, das gehört hier nicht hin. Aber ich brauche im Ausgang kein Messer. Es ist mir zu gefährlich, weil die Erfahrung zeigt halt einfach, wenn du irgendwo in eine Situation kommst, wo du angepöbelt, angemacht wirst, dann ist das ja meistens eine Gruppe, die dich da so ein bisschen ärgern will. Und häufig genug, wenn du cool und ruhig bleibst, kommst du da auch wieder raus, ohne dass irgendwelche Probleme entstehen. Wenn du dann aber Angst bekommst und auf die Idee kommst, dann dein Taschenmesser rauszunehmen, dann hast du eigentlich, ja, gleich mehrere Probleme. Das erste ist, dass dein Gegenüber das als Provokation ansehen kann und dir dein Messer schlicht und einfach wegnimmt. Und da es dann hat, ja, wirst du halt im schlimmsten Fall nicht nur verprügelt, sondern mit deinem eigenen Messer abgestochen. Und deshalb, na, ist keine gute Idee. Also wenn du nicht irgendwie Profikämpfer bist, dann nimmt dir der andere, weil der ist ja gewöhnt zu pöbeln und sich zu prügeln, dir dein Messer einfach weg. Und ja, dann ist meistens so, dass du noch mehr verletzt bist, als du verletzt worden wärst, hättest du kein Messer dabei gehabt und es nicht aus der Tasche geholt. Mal zum Nachdenken. So, das Problem ist nun, wenn ich jetzt, also ich bin es nicht, aber wenn ich jetzt der super Kampf-Ninja wäre, und dann mein Messer vorhole, dann kriege ich wieder Probleme, wenn ich dann jemanden mit dem Messer verletze, das als Notwehr durchzukriegen. Denn meine Fäuste als Kampfsportler, Mixed Martial Art oder irgendwas so, müssten eigentlich reichen, um drei durchschnittlich besoffene, pöbelnde ja, Schachmatt zu kriegen. Also wieder keine gute Idee. Also für mich persönlich ist mein Messer ein Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger. So, der dritte Punkt, den ich hier noch so ein bisschen ansprechen möchte, ist,
Ja, meine Beziehung zum Messer. Also ihr hört es ja schon, ich bin Schweizer und zumindest zu meiner Generation war es ja nicht wirklich so, dass du noch das Taschenmesser mit dem Schnuller zusammen in die Wiege gelegt bekommen hast. Und ja, es gibt hier so den Spruch, richtiger Schweizer hat immer ein Taschenmesser und ein Stück Schnur in der Tasche. Und in meiner Jugend, da war das auch so. Also wir sind immer durch die Wälder geräubert, haben allerhand Unsinn angestellt. Und ja, das war herrlich, aber es ist nie etwas passiert, weil wir haben gelernt, mit unserem Taschenmesser umzugehen. Schon, keine Ahnung, was war ich da? 7 Jahre, vielleicht 8 Jahre alt. Da hatte ich spätestens mein erstes Taschenmesser und spätestens so mit 10, ja, mit 10 ungefähr, hatte ich meinen ersten Dolch. Ja klar, Pfadfinder hatten Dolch, das gehört dazu. Ja, jeder Pfadfinder und wir damals als Wölfe hatten natürlich unseren Dolch mit dabei und haben damit geschnitzt und keine Ahnung, was alles angestellt. Ja, und grundsätzlich habe ich keine Markenaffinität. Also, ja, woher ein Messer jetzt letztlich kommt, ja, es muss ein gutes Messer sein. Es muss tauglich sein, es darf nicht klappern, ich muss ein sicheres Gefühl haben, wenn ich es in der Hand habe. Ja, natürlich, mit Victorinox habe ich ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Das ist halt der Hersteller des ultimativen Taschenmessers. Dafür kein Weg dran vorbei. Also, ja. Meine Lieblingsmesser sind auch alle von Victorinox, mit eben einer Ausnahme. Das Rettungsmesser ist nicht von Victorinox, weil da habe ich einfach keins gefunden. Sonst hätte ich da wahrscheinlich auch von Victorinox gekauft. Die Garantieleistung, die Qualität, das überzeugt mich einfach. Und es ist eben halt eine Schweizer Marke und ja, Schweizer Bub, der braucht einen Victorinox. Also, ja, ganz klar meine Meinung, ne? Und ja, mehr fällt mir jetzt so eigentlich gar nicht mehr ein zu meiner Philosophie mit Messern. Wichtig ist für mich eben, ich muss nicht immer ein Messer dabei haben. Es reicht, wenn ich es dann dabei habe, wenn ich es aller Wahrscheinlichkeit oder eventuell brauchen könnte, dann nehme ich es mit. Wenn ich das Gefühl habe, nee, ich brauche es nicht zwingend, dann nehme ich es auch nicht mit. Messer sind Werkzeuge und keinesfalls Waffen, ganz im Gegenteil. Zieh niemals dein Messer in Konfliktsituationen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem eigenen Messer verletzt wirst, ist einfach viel zu hoch. Lass das sein, das ist keine gute Idee. Never ever. No way. Keine gute Idee. Und eben der dritte nochmal, ein Schweizer Junge, der hat ein Taschenmesser und ein Stück Schnur im Sack und rennt durch die Wälder und räubert da rum und stellt allerhand kleinen Blödsinn an, macht mal irgendwo ein Feuerchen und dafür braucht man Holz und ja, ah, wenn ich dran denke, was wir so alles da angestellt haben, oh Gott, Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Ein Abo wäre natürlich cool. Und wenn ihr etwas Nettes zum Schreiben wisst, dann unten in den Kommentaren. Viel Vergnügen. Tschüss zusammen!